Hallihallo, ich begrüße euch aus dem Trainingscenter, um euch mal vorzustellen, was man hier so machen kann im Trainingscenter, der vielleicht ja einer der coolsten Funktionen im TSW 3 und einer der größten Neuerungen. Wir sind hier gerade zu Fuß unterwegs im Trainingscenter, haben uns hier einfach hingespawnt und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal das Gebäude erstmal hier an. Also das wird jetzt keine klassische Führerstandsmitfahrt heute werden, sondern das wird jetzt einfach mal so ein bisschen hier rumwandern und sich mal alles hier in Ruhe angucken. Hier fehlen aber Pflanzen, ne? Kann man die noch irgendwo dahinstellen? Weiß ich gar nicht. Aber hier ist witzigerweise eine. Warum sind hier keine? Ist auch egal. So, Türen gehen automatisch auf. Kennen wir die Funktion seit der Isle of Wight? Hier haben wir dann so einzelne Räume, in die wir jetzt zum Beispiel nicht rein können. Das ist der Locker Room. Bleiben wir erstmal hier unten. Hier haben wir den Classroom. Also hier wird dann unterrichtet. Da haben wir das Symbol von DTG. Da haben wir einen Gaming-Laptop, wo jemand TSW, glaube ich, spielt. Und ja, der Klassenraum. Rein können wir da, wie gesagt, nicht. Wir haben hier ein Büro. Hier mit schön dem TSW-Symbol. Dovetail Games, Tassen. Oh, ich hätte gerne eine. Was steht hier? Buy Milk. Best Posted Color. Was haben wir hier? Happy Birthday, Blazer. Dovetail Holidays, time to relax under beautiful blue sky. Ja, finde ich auch. Hier nochmal die Umkleide von der anderen Seite. Der Meetingraum 1. Gut, hier ist nicht viel zu sehen. Was sind hier die Toiletten? Gut, hier ist dann auch nicht mehr so viel zu sehen. Und hier ist die Rezeption vom Büro von. Also, so stelle ich mir jetzt Dovetail Games vor. Dass es dort bei denen so aussieht, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Das sieht da bei denen ein bisschen anders aus. Hier haben wir noch das alte TSW-Symbol. Da auch noch. Hier haben wir ein paar Ordner und so. Hier haben wir den Editor vom TSW. Endlich, da ist der Editor. Wir haben ihn uns alle gewünscht, da ist er. Was hier wird gerade das Trainingscenter gebaut. Auch gut. Sister, wer es checkt, schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Naja, gut. Wir können auch natürlich hier hochwandern. Von hier haben wir auch einen ganz guten Überblick. Hier haben wir das Office Nummer 2. Auch mit Sachen, die hier an der Wand stehen. Hier vielleicht so eine Art, ja, Mensa, so ähnlich. Hier haben wir, witzig, die pinken Kopfhörer von Matt, dem Executive Producer von TSW. Da ist er auch zu sehen tatsächlich, und fährt da einen englischen Zug. Und ja, genau, das hier ist das Trainingscenter, der Innenraum. Wir können natürlich hier mal raus. Und gucken uns mal an, was wir hier so vorfinden auf dem Hauptplatz. Wir können auch übrigens das Trainingscenter uns im Scenario Planner zusammenbasteln, wie wir wollen. Also wir können tatsächlich selbst da uns einen Zug irgendwo hinstellen und mit dem dann eine bestimmte Strecke fahren. Hier sehen wir ICEs, alle möglichen Fahrzeuge, die wir haben. Und tatsächlich ist das so, wenn man jetzt weitere Strecken besitzt, dann sind die Fahrzeuge auch da. Also es bleibt nicht nur bei diesen Fahrzeugen, sondern es müsste eigentlich so sein, wenn man halt, weiß ich nicht, die Baureihe 612 besitzt, dann taucht sie hier auch auf. Ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen durch Zufall. Was haben wir hier? Bildschirmelemente, Trainingsmodul, nee, danke. Ein Zug bewegen, nee. Hier Wegberg Wildenrad ist mehr oder weniger die Gleisanlage. Die Szenerie ist aber komplett fiktiv. So, hier haben wir einen englischen Zug rumstehen. So, die Frage ist jetzt natürlich, können wir da jetzt einfach einsteigen und losfahren? Also hier haben wir den Javelin Class 395. Steigen wir mal hier ein. Okay, na gut, jetzt müsste man wissen, wie man das Fahrzeug aufrüstet, ne? Das ist jetzt. Das weiß ich jetzt gerade hier bei dem Zug nicht auswendig, daher will ich das gar nicht.
Versuchen wir es aber mit einem Zug, den ich eher kenne. Hier war doch irgendwo eine 185. Da ist eine 185. So. Der Batteriestrom muss angeschaltet werden, bevor sie diese Lokomotive fahren können. Das ist übrigens einer der Neuerungen vom TSW. Wenn man hier irgendwas falsch macht, dann kommen jetzt hier auch im Fahrplan richtig die Erinnerungen, was man wie machen muss. Batteriesteuerschalter gedrückt. Federspeicher lösen. Heben und Hauptschalter rein. Zugsammelschiene aus. Die Beleuchtung bitte an. Jetzt können wir uns auch mal einen kleinen Überblick hier verschaffen über das Trainingscenter. Was hier so alles abgestellt ist, ne? Das ist schon ordentlich was. Auch die Berge sehen sehr, sehr schön aus. Da auch noch ein bisschen. Und dann können wir hier einfach fahren. So. Ich habe jetzt mal die Sicherungssysteme ausgelassen. Dürfen ausfahren mit 40. Wir fahren aber vor Max 25. Und schauen mal, wie hier die Weichen stehen. Die steht so. Die steht jetzt richtig. Die steht richtig. Die steht richtig. Die steht jetzt richtig. Die steht jetzt richtig. Die ist richtig. Die ist ebenfalls richtig. Die ist jetzt richtig. Und dann fahren wir hier so lang. Oh, da fahren wir straight in die Abstellung rein. Toll. Frage ist, wie kommen wir denn auf den Loop drauf? Wir müssen praktisch bis hierhin fahren und dann gleich hier wieder so über die Weiche zurück raus, fängt an zu regnen. So. Dann wechseln wir einmal den Führerstand. So, dann wollen wir einmal genau so
Und dann einmal hier rechts. Genau. Und dann hier nach rechts. Nee, der hier. So. Und ja, so fahren wir jetzt einmal zumindest hier vorne im Kreis. Dann müsste das eigentlich schon passen. Fahren wir mal 40. Jetzt hier wieder rechts. So, hier dürfen wir 120 fahren. Dann let's go. Obwohl kaum, dass wir hier 120 fahren dürfen. Eieiei. Also das mit den Gleisgeschwindigkeiten weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich hier aus der Kurve rausfliegen. Nee, komm, wir fahren mal ein bisschen langsamer. Mal um den See herum. Und da vorne haben wir schon die ICEs. Da können wir auch mal rüberlaufen. So, ich mach mal langsamer, weil ich nicht weiß, ob wir nicht direkt auf einen Zug drauf fahren. Nee. Ich wusste gar nicht, dass die 185 Türfreigabe rumschreit. Dann erkunden wir jetzt einmal auch den großen Loop. So, wir fahren mal hier lang. So. So. Dann hier lang. Jawohl. Ja, das passt. Dann. Auf geht's. Wow. Danke für die ganzen Beloten.
So, wir dürfen 40 fahren. Können auch hier natürlich das Licht anmachen im Zug. Brauchen wir jetzt aber nicht. Hier übrigens die Bremsdisplays finde ich immer sehr, sehr schön. So, wir dürfen 300 fahren. Ist hier eigentlich ein LZB verbaut? Ah, ich will es nicht ausprobieren. Was man hier ganz schön sieht, ist die Kurvenüberhöhung, die eingebaut wurde. Und ich glaube, da vorne knarrt es auch wieder ein bisschen auf. Das hat, also ich finde, das erinnert einen schon immer so ein bisschen an Österreich, oder? Ich habe auch das Gefühl, dass wir gleich aus der Kurve fliegen. Ich nehme mal. Fahren wir jetzt mal nicht schneller als 180. Ich kann aber ein bisschen langsamer. Ups. Nein. Durch den Tunnel durch. Auch sehr schön gemacht. Das war doch die Stelle aus dem Stream, oder? Kameras sind hier. So, wir bremsen. Oh, wir sind schon im zweiten Loop. Ja, ich würde sagen, bremsen wir mal. Da sehen wir auch hier, wie die Displays da reagieren auf so eine Notbremsung. Wir haben auch hier ein neues Bremssystem, dann mit dem ICE3 haben wir hier diese induktiven Bremsen. Gut, aber das war jetzt einfach mal so ein kleiner Überblick über das Trainingscenter. Und mehr soll das auch nicht gewesen sein. Alles Gute, alles Liebe, ciao, ciao.